Herzlich willkommen zu den LOL News. Hier werde ich mit euch über die interessantesten Dinge, die im League of Legends Bereich so passiert sind, quatschen. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten Thema, und zwar dem neuen Champion Kalista. Vor allem über die Passive möchte ich da ein bisschen reden. Maxim hat ja schon Spotlight zu dem Champion gemacht, was ich auch unten in die Beschreibung nochmal gelinkt habe. Ich möchte ein bisschen meine Meinung darüber sagen. Als AD Carry Main freue ich mich riesig auf den Champion, vor allem weil, wie schon erwähnt, die Passive so innovativ ist. Da haben wir ja zum einen diesen aktiven Teil mit dem Item, wo man einen bestimmten Champion aus dem Team mit sich verbinden kann und dann besondere Fähigkeiten bekommt. Das sieht natürlich sehr spaßig aus, wenn man den Typen, den man da verbindet, kennt. Aber ich denke, da wird die Trollgefahr vor allem in Solo-Queue extrem hoch sein, denn man ist wirklich auf den Champion, den man verbindet, angewiesen, um effektiv zu sein. Wenn dieser Champion nicht mit einem mitspielt, dann hat man quasi gar keine Ultimate und der Schaden leidet auch enorm darunter, denn der W ist eine sehr, sehr wichtige Schadensquelle für Kalista, die eben nur mit diesem verbundenen Champion möglich ist. Die zweite Passive sieht da schon wesentlich interessanter aus, denn anders als bei anderen AD Carries kann man bei Kalista, wenn der Auto-Attack anfängt, diesen nicht mehr abbrechen. Erst wenn der Speer die Hand von ihr oder ihm, das ist ja immer ein bisschen fraglich bei dem neuen Champion, verlässt, kann man sich wieder bewegen. Und auch anders als bei anderen AD Carries ist es da nicht eine normale Laufbewegung, sondern ein Sprung. Das heißt, in der Zeit, in der man den Speer wirft, ist man festgebunden zum Boden sozusagen und kann sich nicht bewegen. Dafür ist man, nachdem man den Speer geworfen hat, viel, viel mobiler als andere Champions und kann hin und her springen. Das macht einen natürlich zum einen etwas anfälliger für Skillshots etc., während man den Auto-Attack macht. Aber auf der anderen Seite wiederum wird man wesentlich mobiler, wenn man diesen vollendet hat. Zum Beispiel normaler AD Carry, der bewegt sich, macht einen Auto-Attack, bewegt sich, macht einen Auto-Attack, bewegt sich. Wohingegen Kalista Auto-Attack, Sprung, Auto-Attack, Sprung, Auto-Attack, Sprung. Das heißt, man kann als Gegner zwar den Radius, wie weit Kalista springt, einschätzen, aber man hat absolut keine Ahnung, in welche Richtung sie springt, bis es im Prinzip zu spät ist, was es sehr, sehr schwer machen wird, Skillshots gegen sie, beziehungsweise ich sage jetzt erstmal ihn, also den Champion, ja, zu treffen. Und ich glaube, vor allem, wenn die Leute sich ein bisschen daran gewöhnen und den Champion oft spielen, wird es eine richtig, richtig große Stärke von ihm werden. Die größte Frage für mich ist jedoch, ob der Schaden reichen wird. Denn anders als die momentanen Meta-AD-Carries, die alle entweder einen Auto-Attack-Reset oder einen Attack-Speed-Buff haben, hat Kalista nichts von beiden. Er ist wirklich hundertprozentig auf seine normalen Auto-Attacks und seine Grundangriffsgeschwindigkeit bzw. seine Items und seine Fähigkeiten angewiesen. Die haben zwar gute Grundwerte, zum Beispiel der Q hat 100% AD-Scaling, was sehr, sehr gut ist, allerdings haben sie auch relativ hohe Abklingzeit. Der Q hat 8 Sekunden und auch der E hat nicht gerade wenig Abklingzeit. Und während der E auf Abklingzeit ist, kann man keine neuen Speere in den Gegner reinpflanzen, was natürlich den Schaden nochmal enorm beeinträchtigt. Ich glaube, da wird sich dann auf dem Live-Server zeigen, wie stark diese Beeinträchtigung wirklich ist, denn man kann auf einem Test-Server immer nur bis zu einem bestimmten Grad sagen, wie stark oder schwach ein Champion ist, denn auf dem Live-Server spielen einfach viel, viel mehr Spieler und da werden dann die wirklichen Stärken und Schwächen eines Champions erst richtig deutlich. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar den E-Sport der letzten Zeit. Da hat sich ja enorm viel verändert, vor allem bei den Pro-Teams haben extrem viele Spieler die Teams verlassen, sind zu neuen Teams gegangen etc. pp. Da werde ich jetzt nicht nochmal explizit drauf eingehen, da könnt ihr in der Beschreibung nochmal einen guten Beitrag auf Summoners In anschauen, wo alles sehr, sehr übersichtlich aufgelistet ist und ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Besonders interessant für mich ist jedoch die neueste Neuigkeit, dass Voyboy jetzt von der Pro-Szene ein bisschen zurückgetreten ist und sich aufs Stream fokussieren wird. Das haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit auch schon bei QtiePie gesehen. Ich denke, dieser Trend wird auch in Zukunft noch wesentlich stärker bzw. wesentlich deutlicher werden, denn natürlich für die Pro-Player, die es geschafft haben, sich eine Viewerbase zu etablieren, ist es ein sehr, sehr attraktives Angebot, denn beim Stream hat man zum einen viel, viel weniger Druck zu performen. Es ist nicht so schlimm, wenn man mal ein Spiel schlecht spielt oder wenn man mal einen Tag keine Lust auf LOL hat. Man hat wesentlich mehr Freizeit bzw. kann sich seine Zeit wesentlich freier einteilen und auch das Geld ist natürlich viel, viel mehr beim Stream. Wenn wir da die Top-Streamer mit 20.000, 30.000 Zuschauern und mehr sehen, dann ist da die Geldquelle auf jeden Fall wesentlich größer als die eines Pro-Spielers, der wesentlich weniger Zeit zum Streamen hat. Diesen Trend kann man nur stoppen, indem man das Geld, was die Pro-Spieler verdienen, erhöht, was in Zukunft, denke ich, auch passieren wird. Es werden immer mehr Sponsoren angelockt und dieser Markt wird einfach immer interessanter für die jeweiligen Investoren und ich glaube, dass da in Zukunft die Distanz zwischen dem Geld, was ein Pro-Spieler verdient und dem, was ein Streamer verdient, wesentlich geringer werden wird, was diesen Trend hoffentlich bzw. für die Pro-Szene hoffentlich ein bisschen eindämmen wird. Des Weiteren haben wir nun die offizielle Reform von Korea. Da gab es ja Gespräche bzw. Diskussionen darum, dass
jede Organisation in Zukunft nur noch ein einziges Pro-Team haben sollte. Das hat Riot Korea jetzt ein bisschen wieder zurückgeschoben, hat es nicht realisiert. Das heißt, wir werden weiterhin höchstwahrscheinlich Samsung White und Samsung Blue etc. sehen. Das ist natürlich ein guter Change für die Organisation, denn die sind nun weiterhin in der Lage, miteinander zu scrimmen und die Geheimnisse bzw. die geheimen Taktiken nicht so nach außen preiszugeben. Außerdem soll es in Zukunft ein Mindestgehalt in Korea geben, was ähnlich wie in NA und in Europa sich auf ungefähr 14.000 Euro beläuft. Und des Weiteren muss jedes Team, was einen Spieler verpflichtet, nun einen Einjahresvertrag mit diesem abschließen. Diesen können sie zwar vorzeitig beenden, das heißt, sie können den Spieler sozusagen feuern, aber sie sind gezwungen, das volle Jahr weiterhin Gehalt zu zahlen, was viel, viel Sicherung für die Spieler bietet und generell sind die momentanen Veränderungen in Korea alle sehr, sehr zugunsten der Spieler. Zum Schluss hat noch die Season geendet. Am 11.11. war die Season 4 offiziell vorbei und die Rankeds haben sich dem Ende geneigt. Hiermit nochmal Glückwunsch an die beiden Top-Challenger aus EU und NA. Auf EU war es Abdodog 2 aka Incarnation und auf NA war es Wild Turtle, der ganz knapp vor Pobelter sich den Rang 1 sichern konnte. Hier meine Frage an euch, was für eine Division habt ihr euch am Anfang der Season vorgenommen und welche habt ihr am Ende der Season erreicht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall. Das war's von mir, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.